Hallo und herzlich willkommen zu AfD TV und einer heutigen Sondersendung zur Landtagswahl in Niedersachsen. Denn am 9. Oktober ist es endlich soweit und wir möchten Ihnen unsere AfD-Listenkandidaten heute vorstellen und haben jetzt Pierre Lilienthal bei uns zu Gast im Studio. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Lilienthal, haben Sie denn gut nach Berlin gefunden? Ja, habe ich. Bin sehr gut durchgekommen. Ausnahmsweise mal ist die Bahn pünktlich gefahren. Herr Lilienthal, Sie sind sozusagen ein waschechter Niedersachse. Wieso haben Sie sich immer wieder für Ihre Heimat entschieden? Nun, ich bin in Hannover geboren und bin in Niedersachsen verwurzelt. Ich habe in den letzten Jahren immer Berufe gehabt, die mich in die Ferne getragen haben. Ich war lange bei der Bundeswehr, 12 Jahre als Offizier und habe es dann für sehr wichtig gefunden, wieder eine Heimat zu finden. Und die habe ich gefunden, da wo ich herkomme, in Hannover. Und wieso haben Sie sich damals dafür entschieden, letztendlich auch in die Politik zu gehen? Ja, also im Prinzip ist das so eine Art Notwehr gewesen. Ich bin eigentlich ein politischer Mensch, bin auch studierter Politikwissenschaftler, wollte aber nie Parteipolitik machen. Ich habe dann aber auch gesehen, dass mit der Euro-Rettung und sagen wir mal dem Rest unserer Kernthemen Deutschland in einer Notlage war und habe mich dann gezwungen gesehen, gefühlt, in die Politik zu gehen, was zu verändern, mein Umfeld zu gestalten. Und hätten Sie sich damals ausmalen können, dass Sie letztendlich auch für diese Partei 2017 in den Niedersächsischen Landtag einziehen werden? Also das sicherlich nicht. Ich bin schon seit 2013 in der Partei. Ich habe gewusst, dass diese Partei meine einzige ist, auch meine erste Partei ist, weil sie letztendlich die einzige ist, die für die Interessen der deutschen Bürger, des deutschen Volkes, so pathetisch das auch klingen mag, eintritt. Und von daher war die Wahl da ganz klar. Sie sitzen, wie erwähnt, schon seit 2017 im Landtag. Haben Sie denn vielleicht das eine oder andere Highlight, das Sie heute mit uns teilen möchten? Ich habe eine ganze Menge Highlights erlebt im Landtag. Bin also nach wie vor auch unheimlich stolz, die AfD in diesem Parlament vertreten zu dürfen. Und ein Highlight war sicherlich die Diskussion in die Norddeutsche Landesbank. Hochemotionales Thema mit Sondersitzungen und so weiter und so fort. Und die AfD als die einzige Partei, die im Grunde genommen den Kern dessen, was uns ausmacht, was uns als Deutsche ausmacht, vertreten hat, dann nämlich die Abwägung der Norddeutschen Landesbank, weil sie letztendlich kein Geschäftsmodell mehr hat. Ja, und das war eins meiner Highlights. Sie waren ja in der jetzigen Fraktion ja auch der Schatzmeister. Wäre das vielleicht auch eine Aufgabe, die Sie in der nächsten Legislatur ebenfalls an sich ziehen möchten? Nun gut, das entscheidet die Fraktion, die neue Fraktion. Ich bin als Finanzbeamter sicherlich irgendwo prädestiniert für diese Aufgabe, habe ein freundschaftliches Verhältnis zu Geld in jeder Hinsicht und würde es natürlich gerne machen, die Fraktion hier voranbringen. Aber letztendlich ist es natürlich so, das entscheidet die Fraktion, ganz klar. Ja. Der Wahlkampf ist ja sozusagen, läuft in Hochtouren und man tingelt ja viel durch Niedersachsen. Mhm. Was sind denn aktuell wirklich so die Themen, die die Bürger ansprechen, wenn sie bei Ihnen an dem Wahlkampfstand stehen? Ja, also erstmal stelle ich fest, dass die Bürger mit weniger Vorbehalten als sonst zu uns kommen. Ja, die Bürger freuen sich, uns zu sehen. Ich habe zum Beispiel aus Sachsen einen Anhänger geliehen, einen Autoanhänger, mit dem ich immer durch den Wahlkreis fahre. Und die Leute freuen sich, das zu sehen, das tut den Leuten gut. Das Hauptthema, was die Menschen beschäftigt, sind die Energiepreise, das muss man ganz klar sagen. Also wir kommen hier im Prinzip auch zurück zu so einer Art Selbstbestätigung. Das war ein Thema, was wir seit 2013 angesprochen haben, die verfehlte Energiewende. Die wird jetzt schlagend und sie schlägt auf die Schultern der Bürger. Und das bewegt die Leute, weil sie Nebenkostenabrechnungen bekommen, die sie nicht mehr stemmen können. Und das kann ich gut nachvollziehen. Also meine eigene Familie ist davon auch betroffen. Und ich muss wirklich sagen, das treibt die Leute in die Ecke. Also die Leute fühlen sich richtig bedroht davon und wollen das irgendwie loswerden. Und das tun sie bei uns am Wahlkampfstand, weil es da auch richtig angebracht ist. Wie wird denn gerade auch so der Wahlkampf gestaltet? Es gibt ja zum einen die Möglichkeit, im Wahlkampfstand vor Ort zu stehen, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Ja. Oder werden auch Demonstrationen durchgeführt, beziehungsweise auch Kundgebungen? Also wir machen sowohl als auch wir im Bereich Hannover. Ich komme aus, wie gesagt, Hannover, Hannover Land, ein großer Kreisverband, der größte Niedersachsen. Wir machen, sage ich mal, so eine Art All-Face-Wahlkampf. Also wir machen Kundgebungen, wir fahren mit Anhängern durch die Gegend, wir verteilen Handzettel, wir machen natürlich die ganz klassischen Wahlkampfstände auch und haben dabei auch im Übrigen, das muss man auch ganz klar sagen, erhebliche Unterstützung, zum Beispiel aus Sachsen. Der Dank geht hier an den Bereich Nordsachsen, die uns zum Beispiel diesen Anhänger zur Verfügung gestellt haben. Aber auch personell unterstützen beim Flyern und Plakatieren. Das ist ganz toll. Herr Lilienthal, Sie sind auch Mitglied des Vereins Deutsche Sprache. Warum ist Ihnen das gerade so wichtig, in so einem Verein ja aktiv zu sein, beziehungsweise halt auch Mitglied zu sein? Ja, der Vorsitzende kommt bei mir aus der Region und so bin ich da rangekommen. Ich hatte schon im Abitur Deutschleistungskurs und mir ist einfach der Erhalt der Sprache sehr wichtig. Das hat auch ein paar Schnittmengen mit der politischen Tätigkeit, ja, also gegen Gender, Sprache und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt richtig überlege, ich glaube, im Verein Deutsche Sprache bin ich schon länger als in der AfD. Von daher ist mir einfach ein Anliegen, dass die Sprache nicht verhunzt wird.
Jetzt würde ich Sie noch gerne fragen, was bedeutet denn für Sie eigentlich Heimat? Heimat ist für mich der Ort, an dem ich mich erklären muss. Also an dem ich selbstverständlich so sein kann, wie Per Lilienthal ist und es keine Erklärung bedarf. Das ist für mich Heimat, also da, wo ich mich zufrieden und geborgen fühle. Und das ist für mich im Kreise meiner Familie, wenn es um die Menschen geht und örtlich gesehen im Raum Hannover. Nach dem 9. Oktober hat man ja wieder etwas mehr Zeit, um entspanntere Dinge zu tun. Was wäre denn da so etwas, um sich Erholung zu gönnen? Ich habe drei Kinder. wissen Sie, ich im Moment richte ich den vollen Fokus auf den Wahlkampf. Das trägt meine gesamte Familie auch mit, die in Teilen auch Parteimitglied ist. Mhm. Und ich werde versuchen, danach mich ein bisschen mehr um meine drei Kinder zu kümmern. Das kommt ein bisschen zu kurz. Das nimmt einen immer, ich glaube, Sie haben auch Kinder, Frau Kahn, sehr eine in Anspruch. Tochter, ja, gut, aber das macht sich besser. Also von daher, ich versuche nach dem 9. Oktober, neben der administrativen Arbeit, die auf jeden Fall ansteht, auch wieder mal zum Beispiel ein Wochenende mit meinen Kindern zu machen. Sehr schön. Zum Abschluss Ihre Prognose für den 9. Oktober für die AfD. Ja. Also da halte ich es ganz klar mit unserem Spitzenkandidaten Stefan Maciejewski. Satt zweistellig, hat er gesagt. Und genau das ist auch das Ziel. Also ich sehe das überhaupt gar nicht problematisch, dass wir da satt zweistellig werden. Von daher 10% aufwärts ist unser Ziel, das erreichen wir auch. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin viel Erfolg im Wahlkampf. Ich bedanke mich.